Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin auf dem Heimweg und möchte die Zeit des Fahrens nutzen, um das Thema Nissan Leaf 60 kWh ein bisschen zu erläutern. Diese Woche kam ja die Meldung raus, der neue Nissan Leaf mit dem Namen E+, 60 Kilowattstunden Akku, erscheint irgendwie Mitte 2019. Und der große Aufschrei dann im Internet: Oh mein Gott, kein Thermalmanagement. Also schon ein Thermalmanagement, naja, ein halbes Thermalmanagement, sagen wir mal, ist ja dabei, soll ja dabei sein. Ein Lüfter wie beim Nissan e-NV200 soll ja verbaut sein, was natürlich nicht vergleichbar ist mit einer Flüssigkeitskühlung, mit einer wirklich aktiven, mit einem System, was wirklich, wo irgendein Fluid den Akku durchströmt, die Wärme abführt über einen Wärmetauscher und wo man wirklich eine konstante Akkutemperatur halten kann. Sowas kriegt er leider nicht. Eigentlich waren sich in der Zeit jetzt vor dieser Ankündigung alle so ziemlich sicher. Ich bin eigentlich auch fest davon ausgegangen, ja, so ein großer Akku und in 2019 und die haben aus RapidGate gelernt und hier der mein 2018er Leaf 40 kWh, hat ja gar keine Kühlung und da gibt es ja die Schwierigkeiten beim häufigen Schnellladen hintereinander, überhitzte Akkus, geringe Ladeleistung. Das war irgendwie so ein bisschen klar, das wird Nissan nicht wiederholen. Die haben sehr viel Kritik dafür bekommen. Leute fühlten sich betrogen und wollten klagen und was auch immer. Ich habe eigentlich auch gedacht, den Fehler wiederholen die nicht. Die werden beim nächsten Modell bzw. bei dem Upgrade mit Sicherheit dem großen schönen Akku ein richtiges Thermalmanagement verpassen. Und jetzt kommt die News, naja, Thermalmanagement, jein, so ein bisschen kühlen wir den Akku ja schon, aktiv, wegen Lüfter. Ich habe jetzt aber die Erfahrung gemacht, ich bin in ENV mal eine weitere Strecke gefahren, 500 Kilometer. Ja, dieser Lüfter funktioniert so ein bisschen, wenn das Auto eingeschaltet ist und der lädt. Der hält irgendwie die Akkutemperatur schon irgendwo auf 40 Grad konstant. Aber 40 Grad Akkutemperatur bedeutet leider doch schon Leistungsreduzierung beim Laden. Das war dann das ein bisschen betrüblich. Also ich habe die ersten beiden Male konnte ich schneller mit 45 kW, 46 kW und die letzten drei Ladungen hatte ich irgendwie 28 und 26 kW. Irgendwie so. Also ist nicht ganz so schlimm wie beim Leaf. Beim Leaf geht die Leistung ja teilweise dann noch runter bis unter 20 kW, 17, 16 und so weiter, hatte ich selber schon. Aber es ist nicht die volle Ladeleistung und es ist somit auf Langstrecke kostet es Zeit. Ist auf Langstrecke ein Nachteil. Also im Vergleich zu Autos, die die Temperatur wirklich gut reduzieren und regeln und halten, die können halt immer schnell laden. Und so hast du mit einem Nissan, egal welches Modell, da aktuell keine Chance mitzuhalten. Du kannst einfach auf der Langstrecke nicht in derselben Zeit irgendwo am Ziel ankommen wie mit einem Hyundai Ioniq oder BMW i3 oder anderen Autos. Das funktioniert nicht. So, also verständlich, Aufschrei im Internet, was für ein Mist, sind die denn bescheuert, was machen die denn da? Die wiederholen ihre Fehler, Nissan geht dann daran pleite, vom erfolgreichsten Elektroauto der Welt bisher zum, das Auto verschwindet von der Bildfläche und Nissan quasi mit, was E-Mobility angeht. Alles solche Kritiken, die ich jetzt auch nicht verurteile oder nicht sage, es ist alles Schwachsinn. Ich finde, der Thermalmanagement hätte reingehört, großer Akku, der kann ja bis 102 kW CHAdeMO laden angeblich. Gab es ja mal so ein Video vor einiger Zeit, wo ein Testwagen mit 100
2 kW Ladeleistung fotografiert wurde. Und mit der Leistung entsteht ja noch viel mehr Hitze als mit 50 kW und die muss irgendwo hin. Und ich bin der Meinung, so ein Lüfterchen schafft es nicht, diese Hitze ordentlich abzuführen. Deswegen, ich sehe es auch kritisch aus einer Sicht sehe ich es auf jeden Fall kritisch. Man hätte so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau machen können. Man hätte sicherlich ein recht großes Auto mit einem großen Kofferraum, geräumig, es passt jede Menge rein. Man hat diese tolle App-Unterstützung, man kann das Auto aus der Ferne die Klimaanlage starten, die Heizung starten, man kann gucken, wo das Auto ist, man kann die Ladestand überprüfen, also Sachen. Plus das Thermalmanagement, also das Auto wäre dann ja perfekt. Es gibt kein perfektes E-Auto im Moment, aber es wäre schon ziemlich cool, muss ich echt sagen. Was meinem Leaf hier fehlt, ist eigentlich nur, in Anführungsstrichen nur, ein aktives Thermalmanagement. Dann wäre ich rundum glücklich. Ich bin so auch schon glücklich, weil für meine Verhältnisse, für meinen Anwendungsfall reicht dieses Auto voll und ganz. Langstrecke ist nicht, fahre ich nicht. Aber hätte dieses Auto ein Thermalmanagement, dann könnte ich wirklich jedem erzählen, das ist es. Kauft euch unbedingt den Leaf, völlig egal, wie viel Langstrecke ihr fahrt, wie spontan ihr in Urlaub wollt. Kauft euch das Auto, super, super, super. Und so muss man halt mal sagen, ja, super Auto, toll, Stadtverkehr, sowieso perfekt. Autobahn, Pendeln, wie ich 110 Kilometer täglich, ist das Auto auch perfekt, macht genau, was es soll, alles super. Aber es gibt halt immer Leute, besonders Leute, die kein Elektroauto fahren, besonders Leute, die einen Verbrenner fahren, mit dem Denken, Reichweite, ich brauche 1000 Kilometer Reichweite, ich brauche ständig 1000 Kilometer Reichweite. Den Leuten sage ich immer, ständig ist doch Blödsinn, sei mal ehrlich, wie oft brauchst du diese Reichweite und diese Langstrecke? Dreimal im Jahr in Urlaub, zweimal im Jahr in Urlaub oder einmal im Jahr in Urlaub? Also, das ist ja so eine alte Diskussion. Immer mehr Reichweite wollen, wobei man sie gar nicht braucht. Ich habe mit diesem Auto je nach Geschwindigkeit eine Reichweite, was mir jetzt hier angezeigt, 240 Kilometer. Da muss man aber schon echt schleichen, da muss man schon 90 fahren, Autobahn, macht dann Spaß und doof und langweilig. Mache ich nicht. Man muss eigentlich rasen, 144. Weiß mir das mit dem Auto auch nicht so doll, wissen wir ja. Dann sind wir 120, 130 Kilometer Schluss. Auch nicht so toll. Irgendwo dazwischen, irgendwo kann man den mit 120 ganz schön fahren. Und das ist so völlig entspannt. Ich fahre mit 120, 110, je nach Verkehr, hier auf der A57 und lade das Auto halt jeden Tag auf Arbeit wieder voll und habe da überhaupt gar keine Probleme oder Bedenken mit der Reichweite oder irgendwelche Ängste. Das Auto tut das, was es soll. Mehr Reichweite brauche ich nicht. Und ich bezeichne mich schon als jemanden, der viel fährt, also der eine Pendelstrecke hat, die schon lang ist, 55 Kilometer ein Weg. Im Schnitt, es gibt ja so Statistiken, die da irgendwie sagt, im Schnitt ist die Pendelstrecke in Deutschland, ich weiß es gar nicht mehr, sind es 50 Kilometer oder sind es 30 pro Strecke und 60 beide Strecken oder sowas. Auf jeden Fall sind es halt irgendwie 90% aller Fahrten in Deutschland sind unter, sagen wir einfach 60 Kilometer am Tag. Ich fahre 110, ich bin weit über dem Durchschnitt. Es gibt natürlich welche, die fahren vielleicht auch 120 oder 150 Kilometer jeden Tag. Es gibt da, das Pendeln wird ja immer mehr. Das gibt es auch. Aber der Standardnutzer, der Standardfahrer fährt nicht so weit. Der braucht diese Reichweite überhaupt nicht. Ganz selten bis nie. Und deswegen wird dieses Auto, dieser neue Leaf, dieses Upgrade auf 60 Kilowattstunden ohne richtig tolles flüssigkeitsbasierendes Thermalmanagement meiner Meinung nach wieder gut ankommen.
ich hoffe, diesmal informiert man halt darüber, spielt ganz mit offenen Karten und sagt den Leuten, wenn du das für deine Pendelei brauchst und für dein da rumfahren, funktioniert das wunderbar und perfekt. Und ja, du kriegst eine Reichweite, die du überhaupt nicht benötigst. Aber es gibt ja Leute, die sagen, ich will nur einmal in die Woche laden und dann rumgurken. Das kann es nicht sein. Das kann eigentlich nicht die Zukunft sein. Wir können nicht mit 100, 200 Kilowattstunden Batterien rumfahren, wobei wir doch immer wieder zwischenladen können. Muss man mal ehrlich sein. Wo gibt es mittlerweile die Möglichkeiten zu laden, nachzuladen? Ich sage nachzuladen, nicht vollzuladen. Dieses ganze Thema. Ich fahre einkaufen, lade nach. Wenn ich vielleicht beim Discounter bin und nur eine halbe Stunde einkaufe, eine halbe Stunde lade ich das Auto in der Regel nicht voll. Aber es soll ja auch gar nicht. Das sind ja keine Lader, wo ich danach 100% volles Auto brauche. Denn ich bin ja vielleicht nur x Kilometer hingefahren und fahre wieder x Kilometer zurück. Und wenn ich in dieser Zeit am Supermarkt x plus x Kilometer wieder drin habe, was will man eigentlich mehr? Und ich sage jetzt mal einfach nur einkaufen, Supermarkt, am Schwimmbad kann ich nachladen, irgendwo an irgendwelchen Parkhäusern, an der Fußgängerzone, Innenstadt, was auch immer, kann ich nachladen. Wenn man sich mal anschaut, wo es überall diese Destination Charger gibt, wo die meisten Autos halt ihre 6 kW von beziehen können, die wenigsten wie eine Zoe, die halt schneller laden können dort, dreiphasig. Es gibt so viele Möglichkeiten und Orte für diese Zwischenladung. Ich habe gar nicht diesen Anspruch zu sagen, nee, wenn ich jetzt da und da irgendwo bin, da muss mein Auto voll sein nachher. Warum sollte es? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist überhaupt nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen noch mehr Lader, definitiv. Das wird ja, ne, irgendwann wird es knapp, irgendwann wird es mehr Autos geben und die Infrastruktur wächst vielleicht nicht so schnell mit. Die Innenstädte, da heißt es ja, wir haben nicht genug Parkraum und das ist schwierig und Grundstücke stehen nicht zur Verfügung und so. Ja, natürlich ein anderes Thema, wenn ich irgendwo über Nacht lade, irgendwo in der Nähe meines Wohnorts, lade ich, stehe da über Nacht und will am nächsten Tag weiterfahren, da freue ich mich über einen vollen Akku. Ist gut, wenn der voll ist. Aber dieses Nachladen ist meiner Meinung nach völlig ausreichend, wenn ich zum Schwimmen fahre, zum Einkaufen fahre, zum Shoppen in die Stadt fahre, sogar auf Arbeit. Ich lade auf Arbeit jetzt momentan jeden Tag das Auto voll. Weil es geht, weil es bequem ist, weil es einfach ist. Das muss aber auch gar nicht sein, theoretisch. Wenn die Ladeeinrichtung auf Arbeit so schlau wäre und sagen würde, wir machen jetzt bei 90% einfach mal Schluss mit deiner Ladung, weil da noch ein anderes und noch ein anderes und noch ein anderes Auto steht, was vielleicht viel weniger hat, die priorisieren wir jetzt einfach mal. Wir schalten nicht bei 90% ab, weil wir davon ausgehen, das reicht, 90%. Keiner braucht im Grunde genommen 100% Kapazität. Wäre das auch in Ordnung. Aber gut, das erfordert eine Intelligenz dahinter in dem System. Die Intelligenz gibt's. Habe ich jetzt ganz interessante Sachen gehört. ChargeX, ein Startup-Unternehmen, das so eine intelligente Ladeinfrastruktur anbietet. Für zu Hause, für den Privatmann, für Unternehmen, so eine Plug-and-Play-Lösung mit einer Intelligenz, wo die Leistung begrenzt werden kann und verteilt werden kann, je nachdem, was das Auto braucht, was der Fahrer braucht. Kommt der und will morgen eine weite Strecke fahren, kann er das in Form irgendwie in einer App darstellen und kriegt vielleicht volle Leistung bis recht voll. Jemand, der sagt, nee, ich brauche nur so und so viel, kriegt weniger. Jemand, der vielleicht, war auch ein gutes Beispiel, das darin genannt wurde, jemand parkt zum Beispiel am Flughafen sein Tesla für 3 Wochen an einer Ladesäule. Soll es ja geben. Wird schon gesehen. Kommt dahin, stöpselt sich an, das Auto ist innerhalb von einigen Stunden voll und dann blockiert er den Rest seines Urlaubs
drei Wochen lang die Ladesäule, weil es steht ja nicht dran, Parken begrenzt für Dauer der Ladung. Ja, der Flughafen möchte aber jetzt nicht 20, 30 Säulen bauen, weil die ein Schweinegeld kosten. Auch die 22 kW Säulen, die kosten ja schon Geld. Und diese Plug-and-Play-Lösung von ChargeX, die kostet nur einen Bruchteil. In der Regel ist da kein Tiefbau notwendig. Ich kann diese Säulen einfach irgendwie an die Wand schrauben, Kabel an der Wand legen und dann noch eine einstecken, noch eine einstecken, noch eine dazu stecken. Und dann würde man sagen, wenn der Tesla da ankommt, sich an der Säule anschließt und sagt, ich stehe hier drei Wochen, dann kriegt der minimale Ladeleistung, die dafür sorgt, dass er in drei Wochen voll ist. Beziehungsweise die lädt ihn dann irgendwie innerhalb von Tag zwei irgendwie voll. Und dann kriegen andere Leute halt auch was ab von der Leistung. Und da reicht halt ein 22 kW Anschluss für einige Lader. Ich brauche nicht 5x 22 kW, sondern vielleicht nur einmal 22 kW für 5 Anschlüsse, die dann intelligent sind. Aber anderes Thema. Ganz anderes Thema. Ich schweife ab. Zurück zum Leaf E Plus, wie er sich ja nennen soll. So. Aktives Thermalmanagement. Zurück zum Thema. Ich finde es. Oder andersrum. Ich glaube, dass das Auto sich nicht so schlecht verkaufen wird, wie jetzt viele sagen und denken, weil es die Zielgruppe definitiv gibt, die damit super klarkommt, die diese Akkukapazität gar nicht braucht. Die ist für viele Leute einfach überdimensioniert. Braucht man in der Regel nicht, braucht der Durchschnittsdeutsche nicht. Die Leute wollen es einfach haben, weil es irgendwie noch so altes Denken ist. Reichweite, ich brauche viel Reichweite, ich brauche 1000 Kilometer Reichweite. Das ist nicht nötig. Und das Auto wird sich verkaufen. Und diese Diskussion, die wir hier führen, in diesem Video und in anderen Videos und im Internet und der Aufschrei, das sind halt Leute, die sich intensiv mit dem Thema befassen, oftmals sich sehr gut mit dem Thema auskennen und sich für diese Technik sehr interessieren und im Detail und alles über die Autos wissen wollen. Die sind der Meinung, Auto Nissan Leaf E Plus ohne Thermalmanagement, Totgeburt, keine Chance, weg. Also es hat gar keine Daseinsberechtigung. Die ganzen anderen Leute, die das Auto kaufen werden, das Auto wird sich verkaufen, es wird sich nicht schlecht verkaufen. Die meisten Fahrer, würde ich sagen, haben nicht den Anspruch, sich in Foren zu informieren, sich in YouTube-Videos darüber so ausführlich zu informieren. Die fragen vielleicht ihren Händler irgendwie. Der Händler sagt, ja, das ist gut, kauf das mal. Wenn man Glück hat, oft sagt der Händler, nee, das ist schlecht, kauf dir mal lieber einen Diesel. Elektroauto ist eigentlich doof. Ist noch nicht so weit, sagen ja viele Händler. Da würde ich noch warten, ganz ehrlich. Die haben da ein paar Elektromodelle im Sortiment und empfehlen den Leuten tatsächlich heute noch Diesel zu kaufen oder Benziner. Da kriege ich echt immer Plack. Naja, das wird sich noch ändern. Vielleicht mit so einer neuen Generation Verkäufer wird sich das vielleicht ändern. Also die werden ihren Koffern sagen, ja, das Auto, das hat ja sogar eine Kühlung und so ein bisschen, das wird schon funktionieren. Und die meisten Leute werden es kaufen und die wenigsten Leute werden das bemängeln und die wenigsten Leute werden damit irgendwie auf die Barrikaden gehen und sagen, das funktioniert nicht, ich fühle mich betrogen. Die breite Masse hat gar kein Problem damit, weil die breite Masse, ich nehme alle aus, die jetzt dieses Video gucken und die auch irgendwie im Forum gucken und die bei Facebook gucken und darüber diskutieren und jeden Tag nach so News und Nachrichten und so weiter schauen, die euch nehme ich alle aus. Die meisten von euch sagen, das ist doch scheiße, ohne Kühlung. Aber die anderen Menschen, die das jetzt hier gar nicht sehen, die sich dafür nicht so in der Tiefe interessieren, die sind anderer Meinung. Oder die blicken da gar nicht so tief rein und sagen, oder nee, noch nicht mal, die sagen noch nicht mal, ach, ich komme damit gut klar. Die sagen gar nichts dazu, die machen sich keine Gedanken darum, die kaufen das Auto, die werden damit fahren. Die viele davon
interessiert diese Temperaturanzeige hier des Akkus in dem Auto überhaupt gar nicht. Manche wissen noch nicht mal, dass es sowas gibt. Ich meine, in anderen Autos gibt es diese Anzeige gar nicht. Da geht man diesem Problem halt vielleicht ein bisschen aus dem Weg. Ich meine, beim E-Golf, da gibt es keine Anzeige, wie schnell das Auto gerade lädt, ganz genau, meine ich. Ne? Und dann sieht man nur so ein bisschen so eine Zeit, die da läuft. Und das ist halt so ein bisschen nebulös. Und wenn der jetzt ein bisschen langsamer lädt, das merkt man nicht, wenn man nicht genau auf die Uhr schaut und nicht genau rechnet. So kann man es halt auch machen. Nissan hat da ein Stück Transparenz so reingebracht und gesagt, hier, ihr könnt eure Akkutemperatur genau, nicht genau, ihr könnt eure Akkutemperatur sehen, so hier als Balken dargestellt. Und ihr könnt die Ladeleistung aufs KW genau ablesen bei euch im Auto. Und das löst halt so ein Rapid Gate, so ein Shitstorm halt eben aus. Der E-Golf hat genauso Rapid Gate wie der Leaf. Der E-Golf lädt nur ein bisschen langsamer von Beginn an mit 40, knapp 40 kW. Akku hält sich ein bisschen weniger. Aber lad mal den Golf fünfmal auf einer Langstrecke an der CCS schnell. Der hat genauso das Problem mit Rapid Gate. Es gab kein Golf Rapid Gate Shitstorm und so ein Drama wird daraus gar nicht gemacht, weil das halt irgendwie gar nicht so deutlich wird beim Golf, beim E-Golf. Aber ist wieder, egal, ist wieder nicht das Thema, ich schweife wieder ab. Also, Diskussion, fehlendes Thermalmanagement, Golf, jetzt ich schon Golf, Nissan Leaf E+, darum geht es natürlich. Ich glaube, das Auto wird dennoch ein Erfolg. Ob es das meistverkaufte Elektroauto bleibt, wie es der alte Leaf, das erste Modell, war und der 2018er weltweit ja auch gute Verkaufszahlen hat. Ob es so wird, das ist ein bisschen Spekulation. Ich traue mich da gar nicht so ganz klar, kleine Aussage zu machen. Ich glaube, es wird kein Flop. Nissan wird daran nicht zugrunde gehen. Der Leaf, dieses Modell Leaf, wird daran, glaube ich, auch nicht zugrunde gehen, weil es eben so viele Menschen gibt, die Rapid Gate gar nicht kennen oder nie gehört haben, denen das wurscht ist, die das nicht betrifft. Werden es alle kaufen, die werden alle zum Händler werden und das Auto kaufen. Also es ist immer so ein bisschen wie, es hängt immer vom Blickwinkel ab, ne, von der Perspektive, was für Ansprüche man hat, wie tief man in dieser Materie steckt, wie tief man sich damit befasst. Es ist nicht alles irgendwie nur schwarz und weiß und es gibt nicht nur Erfolg und Flop. Es ist wie das meiste im Leben irgendwo relativ und hängt von etwas ab. Ja, meine Gedanken dazu. Ich sehe das ganz entspannt, also ich habe keinen Bedarf, ich brauche dieses Auto nicht, ich brauche diese Reichweite nicht, ich brauche die Akkutemperierung nicht, die ich ja auch nicht habe, ich brauche sie nicht. Also Leaf E+ ist für mich kein Thema. Ich habe mal kurz überlegt, großer Akku, wäre doch schick, absoluter Blödsinn, dafür jetzt einen Aufpreis zu zahlen. Ladeleistung, wow, 100 kW Ladeleistung, wow, cool. Damit ist das Auto so und so schnell geladen. Naja, wo gibt es Schnelllader, die mehr als 50 kW an CHAdeMO anbieten? Es gibt ja, es gibt 63 kW Lader, zum Beispiel der von Charge, wie heißt es nochmal? Comfort Charge von der Telekom in Bonn, wo ich mal war, wo ich ein Video gedreht habe. Ich meine, der kann 63 kW, aber 100 kW? CHAdeMO gibt es in Deutschland, weiß gar nicht, 6 Stück von oder sowas. In der Schweiz, recht viel, in der Schweiz glaube ich irgendwie 8. Also im Süden
sind eh die meisten davon. Ich glaube, das allernächste von hier wäre, wie heißt es, Geiselwind. Der Autohof Geiselwind an der A3. Ist es noch die A3? Ja, oder? A3, Frankfurt, Aschaffenburg, Würzburg. Und bei Würzburg ist ja Geiselwind. Das müsste ja noch die A3 sein, genau. Also da könnte ich halt hinfahren und wenn ich so ein Auto irgendwie mal testen könnte, mal nach Geiselwind fahren, Spazierfahrt machen und da den 100 kW Chademo Charger mal ausprobieren. Aber dass das jetzt hier irgendwie flächendeckend und bald und wenn das Auto 2019 kommt, das ist ja nicht realistisch, das wird nicht so kommen. Also 100 kW Chademo Ladung. Kurzfristig Unsinn. Gibt's nicht, haben wir nicht. Die Infrastruktur haben wir nicht. Und wann die kommt und wie die kommt, sei mal dahingestellt. Ja, von daher, wenn ich jetzt noch kein E-Auto hätte, wäre das interessant. Vielleicht interessant. Aber jetzt, wer jetzt den 40er lief fährt, und umsteigt, doch, da gibt es definitiv Leute, die das tun werden, die diese Reichweite brauchen, die die Reichweite vielleicht sogar täglich brauchen, gibt es den Anwendungsfall, na sicher. Und die Leute werden umsteigen, viele werden nicht umsteigen, ich werde nicht umsteigen. Das macht keinen Sinn an der Stelle. Ich werde das Auto hier noch auf jeden Fall 2 Jahre fahren und in 2 Jahren, da gibt es schon wieder ganz andere Sachen. Ja, das soll es sein erstmal zum Leaf E-Plus und was ich dazu denke. Ich will es jetzt nicht so darstellen. Ich habe gestern ein Video gesehen von der Model X-Familie bei YouTube und er hat es ein bisschen, vielleicht ein bisschen provokant oder ein bisschen absichtlich, hat er gesagt, ich finde das super oder ich finde das gut, dass der Leaf E-Plus keine Batterietemperierung hat. Dadurch kann er ein bisschen günstiger angeboten werden und so ein paar Argumente nennt er da. Soweit gehe ich nicht, dass ich sage, super Nissan, das habt ihr wirklich klasse gemacht, dass ihr das System weglasst. Soweit möchte ich nicht gehen. Ich sehe das ein bisschen neutraler. Das Auto wird sich dennoch verkaufen. Bei uns Leuten, die sich damit intensiv auseinandersetzen, hat das Auto relativ kleine Chancen. Das akzeptiert man einfach nicht, weil man sagt, das ist heutzutage muss in der Mal-Management rein und Punkt. Andere Leute werden es akzeptieren und glücklich werden damit, bin ich ganz sicher. Es wird viele zufriedene Fahrer geben. Das wird passen. Das war's. Fertig mit Leaf E+. Das zweite Thema der Woche. Ein Riesenthema der Woche. Auf jeder Seite zum Thema im Internet gab es dazu was zu lesen. Ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos es schon zu dem Thema gab, die letzten Tage. News der Woche. Tesla Model 3 wurde jetzt offiziell veröffentlicht, beziehungsweise Preise und das Datum wurden offiziell verkündet. Was sind es? 57.900 Euro. Wenn ich mich recht entsinne, für das erstmal kleinste Modell, das verfügbar sein wird. Also das ist dummerweise für viele Leute die Langstreckenversion mit Allrad. 57.900 Euro. Man kann die Performance-Variante noch bekommen mit noch mehr Leistung. Für was war der Preis? 68.600? Ich meine 68.600 Euro Performance-Variante. Die normale, ich sage jetzt mal kleinere Variante, hat ja so schon 533 Kilometer Reichweite, also Long-Range-Variante, mit auch schon irre viel Leistung und ihr kennt die Werte. Und irgendwo ab Februar und Anfang, Mitte nächsten Jahres Auslieferung und eigentlich super, dass es mal endlich solche
Aussagen gibt, ne, und dass sich alles jetzt mal ein bisschen, dass man sich da jetzt so ein bisschen drauf berufen kann und sagen, ja, jetzt absehbar, jetzt vielleicht gibt es bald ein Datum, ein ganz genaues Datum. Aber was halt schade ist, ich meine, es ist verständlich, aber schade, dass die Midrange oder Lowrange Modelle erstmal nicht angekündigt werden, weil jeder hat doch irgendwie diese Zahl. Tesla Model 3 will mit $35,000 auf den Markt kommen. Das hat ja jeder gehört. Irgendwann. Das wäre ja das Ding. Und auch wenn es vielleicht 40.000 Euro nachher sind, super, kleinerer Akku reicht wieder. Diskussion von vorhin. Wer braucht 533 Kilometer Reichweite oder wie häufig braucht er die? Also Lowrange wäre super klasse. Lassen wir das, die Lowrange vielleicht nachher 300 Kilometer oder weniger Reichweite haben. Reicht sowas von dicke. Mit diesem Supercharger-Netzwerk. Das ist so, 300 Kilometer ist sowas von genug für die allermeisten Menschen. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Also die News sind ja toll. Der Preis ist nicht so toll, also der ist bekannt gegeben, diese 57.000, und würde ich sagen, ist schon happig. Dafür sind natürlich auch die Fahrleistungen von dem Auto enorm und klasse, und man kann die Entscheidung verstehen. Tesla muss Kohle verdienen, die müssen die Kohle reinholen, und Kohle holt man nicht mit dem Lowrange, Midrange, sondern mit den großen Versionen raus, ist doch ganz klar. Verständlich, also aus wirtschaftlicher Sicht doch absolut verständlich. Also bald konfigurieren möglich. Freut mich für die Vorbesteller. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe das Auto nicht vorbestellt. Ich finde das super, was die machen. Ich finde Tesla auch richtig gut, cool. Bin leider noch nie Tesla gefahren. Also mal in der Model 3 gesessen. Hier bei Arndt Automobile in Neuss. Und das war schon Monate her, das war irgendwann im Sommer. Da haben die aus den USA sich, glaube ich, 3 oder 4 Fahrzeuge importiert. Und man konnte mal hinfahren, sich reinsetzen, mal einschalten und mal, ne, sich das alles anschauen. War cool, hat mir gut gefallen. Definitiv total innovativ und zukunftsorientiert. Und gut, gute Arbeit, gutes Auto. Aber man weiß halt nicht, ne? Damals war es ja noch ungewisser, da wusste man ja überhaupt gar nicht, wann und welcher Preis. Jetzt hat man immerhin die hohen Preise von den Premium-Modellen. Für mich aber irgendwie komplett uninteressant. Mal sehen. Ja, die Model S oder X oder sowas gefahren. Wäre mal spannend, definitiv. Also wenn es sich irgendwie mal anbietet, würde ich das gern machen. Weil ich einfach da Technik interessiert bin und der ganze Thematik sehr interessiert bin, aber es ist nichts, was ich irgendwie anstrebe, was ich irgendwann mal haben muss. Derzeit für meine 110 Kilometer täglich muss es kein Tesla sein. Da ist auch meine Rechnung hier mit dem Leaf, was meine Ersparnis angeht, im Vergleich zum Diesel oder Benziner voll in Ordnung. Und Preisunterschied: dieses Auto knapp unter 30.000 Euro. Ich will ihn nicht mit dem Tesla vergleichen, obwohl, also auf keinen Fall mit dem S vergleichen. Der S ist ja in einer ganz anderen Klasse angesiedelt, und X, ein Model 3 will ja so ein bisschen in diese Mittelklasse rein. Ist mit den Fahrleistungen, die jetzt angekündigt werden, wurden, finde ich, einen Schritt darüber. Midrange oder Lowrange Variante wird die Mittelklasse sein, die am ehesten hier mit dem Leaf irgendwo vergleichbar sein wird, und wird Minimum 10.000 Euro mehr kosten als der Leaf in dieser Vollausstattung. Ich fahre den Leaf, die Zero Day Edition, die man letztes Jahr bestellen konnte im Herbst, und der Wagen hat Vollausstattung bis auf LED-Licht und selbstständiges Einparken. Sonst ist hier alles drin. Unter 30.000. Ist meiner Meinung nach fair.
für das, was ich hier bekomme bei diesem Auto, ist das fair. Für das, was ich beim Tesla für vielleicht Performance-Modell Model 3 für 68.000 oder 69.000 bekomme, ist auch fair in gewisser Weise. Solche Fahrleistung, 0 auf 100, was war die Zahl? Ich krieg's, glaube ich, jetzt nicht mehr zusammen. 3 Sekunden, 3,7 Sekunden, keine Ahnung. Ist verrückt, das ist ja Niveau. Da muss man schon in der alten Verbrennerdenke ein bisschen suchen, beziehungsweise ein bisschen Geld ausgeben. Ich weiß gar nicht, was ist der günstigste Verbrenner, der 3 oder sagen wir unter 4 Sekunden es auf 100 schafft? Keine Ahnung, interessiert mich eigentlich auch nicht. Na, eigentlich Schnuppe. Wurscht, wen interessieren Verbrenner, ne? Also, News hat eingeschlagen wie eine Bombe. Jeder hat irgendwas dazu berichtet, geschrieben, Videos gedreht. Weil ist auch irgendwie so ein Meilenstein, ne? Endlich ist das Datum oder hier der Konfigurator geht bald online, die Leute können ihre Autos konfigurieren. Gute News, wichtige News, aber die News, die ich mehr erwarte, ist wie gesagt Low Range, Mid Range. Das werden die spannenden Autos für die breite Masse sein. Ja, es gibt natürlich noch diese preislich diese Autos, die dazwischen liegen, die jetzt auf den Markt kommen, zum Beispiel die auch schnell an die 50.000 Euro reichen, wie ein Ampera E, den gibt es ja schon. Wo liegt ein voll ausgestatteter i3S, auch schon weit über 40.000. Kona Elektro mit Vollausstattung, beziehungsweise ein Kia e-Niro mit Vollausstattung. Wären alles keine günstigen Autos, die werden alle nicht unter 30.000 Euro kosten, wie hier der Leaf, der super ausgestattet ist. Klar, die haben wieder mehr Leistung, die haben wieder mehr Reichweite und die haben größere Akkus. Vergleiche ich gar nicht, bitte nicht falsch verstehen, ich vergleiche nicht den jetzigen Leaf mit dem Kona 64 kWh oder dem e-Niro, dem adäquaten dazu. Von denen wird es ja übrigens auch 40 kWh Akkus geben, sowohl vom e-Niro als auch vom Kona Elektro. Die werden dann mit dem Leaf hier konkurrieren, wobei der Leaf halt immer noch ein bisschen größer ist und ein bisschen Licht, ist ja schon wieder dunkel, 16.43 Uhr, der Winter. Genau, also diese kleineren Akkus von dem Hyundai und von dem Kia werden mit dem Leaf konkurrieren. Und dann geht es halt wieder um den Platzbedarf. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Brauche ich so einen Kofferraum, wie ich hier habe, oder nicht? Viele Leute brauchen, sagen, nee, Quatsch, mir reicht so ein ganz kleines, kompaktes SUV. Ich mag das und ich verzichte auf den Kofferraum. Oder ich verzichte nicht, ich habe einen kleineren Kofferraum. Okay, aber wenn man anfängt, die 64 kWh Modelle zu konfigurieren und die High-End-Version davon nimmt, bin ich weit, weit über den knapp 30, die ich für den Leaf bezahlt habe und nicht mehr ganz so weit weg von den 57 oder 56.000 für das Model 3, was jetzt angekündigt wurde. Das ist es. Es gibt noch diese ganze Liga dazwischen. Und wie viele Vorbesteller gab es für den Kona oder für den e-Niro und wie viele haben ihn ja auch schon und fahren damit rum und sind zufrieden und ist ein super Auto und freut mich auch für die Leute, dass sie so ein tolles Auto fahren, wirklich. Ich werde den Kona Elektro 64 kWh am 18. Dezember fahren dürfen. Ich habe heute den Termin bestätigt bekommen, dass ich den Wagen dann haben kann. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, den mal so ein bisschen zu testen, mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Da werde ich auf jeden Fall auch ein Video zu machen, vielleicht sogar mehrere, mal gucken, wie die Zeit es so zulässt. Ja, Tesla News, gut, schön. Die andere News erwarte ich noch viel sehnsüchtiger.
das Auto, der Tesla für die breite Masse, der Volkstesla sozusagen, wann wird er verfügbar sein und was wird er kosten? Darauf warten noch deutlich mehr Menschen als jetzt auf die angekündigten großen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, wie die Statistik ausschaut. Ganz interessant sicherlich. Wie viele Leute haben jetzt aufgrund dieser Preisbekanntgabe ihre Reservierung storniert? Es gibt bestimmt welche. Es gibt ja immer welche. Sobald irgendwas sich verändert, poltern die rum und sagen, ich storniere meine Bestellung. Den zeige ich's. Dem Tesla zeige ich's. Dem Musk werde ich schon zeigen. Ich werde einfach stornieren. Ha! Weiß nicht, ob der da so... ob ihn das so trifft. Oder auch jetzt gleich diese Diskussion beim Sion. Sono Motors gibt die Preise bekannt. Sagt, der Akku kann nicht so angeboten werden wie angekündigt. Wir müssen die Preise erhöhen. Und zwar deutlich mehr als 100%. Und viele springen ab und stornieren. Okay, völlig in Ordnung. Die haben mit einem anderen Budget irgendwo kalkuliert und sagen, nee, das ist es nicht mehr, das passt nicht mehr. Ich will das Auto gar nicht mehr haben. Ich storniere meine Vorbestellung. Wie viele haben wohl jetzt Model 3 Vorbestellungen storniert? Es werden bestimmt einige sein, aber ich denke doch, dass viele noch den finalen Preis von dem Low-Range Mid-Range abwarten. Jetzt schon die Bestellung stornieren, finde ich verfrüht, weil die Erwartung Richtung Version mit über 500 Kilometer Reichweite und der Leistung, ich weiß nicht, was es da vielleicht für Preiserwartungen gab, aber hat man wirklich gehofft, dass es viel günstiger wird mit den Fahrleistungen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon eine Illusion, glaube ich, da zu glauben, das gibt es vielleicht für 50.000 oder weniger. Muss man sich mal vorstellen, die Diskrepanz, die dann vielleicht entsteht. Nehmen wir mal an, Mid-Range, Low-Range wird 40.000 glatt kosten. Einfach mal eine mal so in den Raum gestellt, eine Annahme, dann kann doch jetzt nicht die Version, die angekündigt wurde, 50 kosten. 10.000 Euro für die Akkukapazität, Allrad, die Motoren mit der Leistung, das ist schon in Ordnung. Also ich glaube, die Differenz, der Mehrpreis ist da schon in Ordnung, wenn man sich die Leistungen oder die Kennzahlen anschaut. Aber gut, wir warten auf die nächsten News von Tesla. Ich befürchte, das dauert noch ein Weilchen. Ich befürchte, man hat jetzt genug zu tun. Man muss die Autos jetzt schließlich ausliefern. Erstmal an die ersten Käufer in Europa muss das Ganze erstmal anlaufen. Erstmal Geld verdienen. Erstmal muss richtig Kohle eingesammelt werden am Markt mit den großen Modellen. Und ich hoffe trotzdem, dass es ganz, also ganz bald nicht, aber dass es so bald wie möglich den Preis gibt für die kleine Version. Und da kann jeder sagen, geil, ich bin bereit, sagen wir 40.000 Euro für dieses auszugeben und habe was total Innovatives, Modernes, was einfach die Zukunft ist. Das gibt dem ganzen Thema, dieser ganzen Welt der Elektromobilität meiner Meinung nach, dann echt nochmal einen Kick. Das wird noch so mal ein Meilenstein. Und hoffentlich werden die Lieferzeiten dann nicht so lang sein. Und hoffentlich kann man es bald konfigurieren. Hoffentlich gibt es bald einen Preis. Und hoffentlich, ich drücke echt die Daumen, geht das bald richtig rund. Denn die Stückzahlen, was da jetzt schon an Output aus dem Werk kommt, ist ja mal so krass, muss man sich mal vorstellen. Dieses Band oder diese Bänder, wo die Autos produziert werden, alles neu entwickelt, irgendwie zusammengebaut, irgendwie automatisiert. Maschinen machen da alles. Und die haben es geschafft, zwar verspätet, aber haben es geschafft, diese 5000 Autos pro Woche rauszuhauen. Und die werden es auch schaffen, langsam über 6, 7, 8, auch 10.000 Autos pro Woche zu bauen. Das muss man sich mal vorstellen. Klar, sagt Ford, wir schaffen es, viel mehr Autos zu bauen. Wir schaffen es damit, viel mehr die Umwelt zu verpesten und sind stolz drauf. Da sage ich, ey,
wie ein Vogel. Das ist doch echt mal ein blöder Vergleich. Das ist echt mal, sollte man lieber echt lassen. Das war irgendein CEO, das war glaube ich von Ford Europa oder sowas, der alleroberste Chef, der da glaube ich auf Twitter oder ich weiß nicht wo, das war im Internet, echt stolz verkündet hat, dass man bei Ford viel mehr Autos baut als bei Tesla. Super, Glückwunsch. Viel mehr von diesem Scheiß, der hier überall um mich herum gerade rumfährt und knattert und rattert und der LKW hier neben mir mich nervt, weil ich ihn höre. Vor mir Verbrenner, hinter mir Verbrenner und alle stinken vor sich hin und Ford ist stolz drauf. Wir bauen so viele Autos. Lass es mal lieber bleiben. Egal, anderes Thema. Nicht aufregen. Wie gesagt, Output Tesla, sowas von geil, sowas von gigantisch. Also man muss das echt mal vergleichen. Man müsste sich mal die Mühe machen und den Output mal zu vergleichen. Wie viele Leafs werden am Tag gebaut oder in der Woche, wie viele E-Golfs werden am Tag gebaut, wie viele BMW i3s werden am Tag gebaut, Hyundai, ne, wie viele Ioniqs laufen vom Band und jetzt Kona ist noch dazu. Da gab es ja, ne, Ioniq hat mich echt interessiert damals, als ich auf der Suche war und dann hieß es Lieferzeiten 12 bis 15 Monate. Wie viele Autos können, also die könnten wahrscheinlich mehr Autos am Tag produzieren, aber was nützt es, wenn die Akkus dazu nicht zur Verfügung stehen und die Autos halt nun mal nicht fertig ausgeliefert werden können. Also, was Tesla da macht, ist schon richtig, richtig geil, richtig krass und finde ich gigantisch, der Output. Müssen sich andere erstmal, müssen sich mal eine Scheibe von abschneiden und das erstmal schaffen. Alle, keine Ahnung. Vergleich geht weiter, wie viele Zoes kommen an einem Tag vom Werk oder aus den Werken. Bei Nissan ist ja auch so, es sind ja mehrere Werke weltweit. Was ist der Tagesoutput oder Wochenoutput von diesen Werken? Wenn das mal mit 10.000 Teslas mal läuft, mein lieber Scholli, muss man sich dann mal überlegen, wann dann jeder sein Zuhause stehen hat und dann nur noch überall Model 3s zu sehen sind. Das wird cool, da freue ich mich so drauf. Deswegen Hut ab Tesla, also echt Respekt, höchsten Respekt, was die da machen. Noch ein bisschen off-topic, gehört nicht direkt zum Thema Elektromobilität, aber wenn man schon mal über Umwelt und CO2 und so weiter diskutiert. Elon Musk hat gesagt, also Gigafactory, das Riesending, was sie da stehen haben, Standort in den USA. Elon Musk hat gesagt, 100 Gigafactories würden genügen, um den, also wie hat er es gesagt? Er hat gesagt, 100 Gigafactories würden reichen, um die Versorgung mit regenerativer Energie, in Kombination mit Speichern, der Welt zu decken. Also man könnte durch die, dann, wenn der Preis ja ordentlich sinken, wenn es 100 von diesen Fabriken auf der Welt gäbe, der Output wäre so hoch, es könnte jeder über eine Kombination mit Photovoltaik und Speicher seinen Bedarf durch regenerative Energien speichern und decken. Ob es jetzt im kleinen Stil zu Hause Hausspeicher oder irgendwelche Großspeicher angeht, ist er nicht drauf eingegangen. Es war einfach nur die Aussage, 100. Wir brauchen auf dieser Welt 100 Gigafactories und lösen damit unheimlich viele Probleme. Wir brauchen nicht mehr diesen Netzausbau, den man braucht, wenn man den regenerativen Strom, Offshore-Strom vom Meer ins hinterste Inland transportieren möchte. Dann könnte man nämlich da die Windräder oder die PV-Felder, die da schon existieren, man könnte die Energie einfach speichern und die dann verbrauchen, wann man sie braucht, wenn die regenerative Energie eben nicht so üppig vorhanden ist. 100 Stück davon, ist das viel? Wie viel haben die investiert in die Gigafactory bei Tesla? Überhaupt kein blassen Schimmer.
Wie viel Millionen, wie viel 100 Millionen kann das Ding gekostet haben? Ich kann es gar nicht sagen, das ist meine Vorstellung. Es kann 100, es kann 500, es kann eine Milliarde, ich habe gar keine Ahnung. Ist das viel? Für, wenn so Länder sagen würden, wir bauen uns so ein Ding, das ist doch nicht viel. Das ist doch ein Bruchteil von irgendwelchen Rüstungsbudgets oder anderen Budgets, die so ein Land, wenn wir uns hier in Deutschland mal umsehen, was ist da schon eine Milliarde, vielleicht ist es auch deutlich weniger, zu investieren in so eine Gigafactory, um damit auf saubere Energie umzusteigen. Ich finde das, ich finde die Idee so großartig, wenn da mal, wenn es da mal Klick machen würde in allen Köpfen, wenn man sich das mal vorstellt in der Zukunft. Schöne Vision, aber wird wohl erstmal auch Vision bleiben. Leider. Schade. Also, das war so mein Tribute to Tesla. Für mich persönlich nicht nötig, so ein Auto. Aber mal gucken, was dann danach kommt, so an schönen Modellen von denen in einigen Jahren. Finde trotzdem geil, was sie machen. Total klasse. Ich werde diese Autos gerne alle mal Probe fahren und mir anschauen und bestimmt Spaß dabei haben. Ist bestimmt cool. Für mich nichts. Ich bleibe beim Leaf, zumindest bis 2021. Was danach kommt, wird sich zeigen. Und bevor es jetzt hier ganz dunkel wird, wird es Zeit, Schluss zu machen. Ich stehe dummerweise im Stau. Eigentlich hätte ich schon lange zu Hause sein wollen, aber wie das halt so ist. Immerhin ein bisschen die Zeit vertrieben hier mit den Videos, euch so ein bisschen voll zu quatschen. Aber der eine oder andere findet das vielleicht ganz interessant. Aber es sind jetzt schon 52 Minuten, oh oh. Es wird definitiv Zeit, Schluss zu machen. Ich will eure Geduld nicht überstrapazieren. Von daher, Feierabend, machen wir Schluss mit dem Video. Ich bin eh kaum noch zu erkennen, eh schon dunkel. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Wenn ihr irgendwie andere Gedanken zum Thema habt, was ganz anders seht oder mich korrigieren wollt, weil ich irgendwie was Falsches erzählt habe, ab in die Kommentare damit. Dafür ist die Funktion ja da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.